Hallo YouTube. Richtig aufgesetzt einfach. Ja, ein bisschen versetzt leider. Okay, wir haben beim letzten Mal die 100% vervollständigt. Wir haben sie vervollständigt. Also nein, wir haben nicht 100% vervollständigt. Was laber ich eigentlich? Wir haben alle Crocs vervollständigt. Wir haben 1000 Crocs. Alle 1000 Crocs-Samen. Das ist wunderschön. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ihr seht es auf der Karte. Wir haben 98,19%. Und was uns jetzt noch fehlt, sind ein paar Orte, ein paar Brunnen. Das war's. Das ist eigentlich alles, was uns für die 100% fehlt. Und, et voilà, da haben wir's. Sehr schön. Die Dudes, ich glaube, man erkennt das schon, das sind keine Orte auf der Karte, sondern das sind Birkdas. Diese Männchen hier. Das sind auch nochmal eine ganze Menge. Die möchte ich heute nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Die mache ich lieber nicht. Brunnen sind auch noch dabei. Nee, ich glaube, das hier ist... Digga, wie? Wie zur Hölle? Oder ist da ein Brunnen? Ja, es muss kein Ort auf der Karte sein. Okay, dann fehlt hier anscheinend ein Brunnen. Also es sind Orte und Brunnen, die noch auf der Karte fehlen. Im Himmel fehlt uns tatsächlich gar nichts mehr. Wundert mich auch nicht, weil im Himmel kann man nicht wirklich was verpassen, ehrlich gesagt. Und im Untergrund auch noch ein paar Stellen. Also hier zum Beispiel ein bisschen was einfach, okay? Ich würde sagen, wollen wir mit dem Untergrund anfangen? Nein. Nein, nur schnell, immer nur schnell hintraveln und direkt wieder weg. Ich weiß, die Ömmel drückt sich ein bisschen davor, aber wir machen das schnell. So, da unten ist die Mine. Die müssen wir freischalten. Das kennt man ja jetzt schon. Mine im Rohrmtal. Let's go. Das war's. Das ist halt Real Talk alles, was wir jetzt gerade machen müssen. Wir müssen von Ort zu Ort reisen. Ja, wir müssen von Ort zu Ort reisen und einfach nur das machen. Übrigens, Fun Fact hierzu: Das ist das Agathtal, was jetzt kommt wahrscheinlich. Und das wird sehr interessant, weil. Agathtal, hab ich gesagt. Mine im Agathtal, wusste ich. Und zwar, warum ich das weiß, weil oben drüber der Agathberg ist, aber der Agathberg ist eigentlich relativ interessant. Und zwar, werdet ihr gleich sehen, warum. Ich weiß, es bringt auch gar nichts, diese Mine hier, ne? Hier ist wirklich nichts, so, aber egal. Der Agathberg ist aber relativ interessant, weil den sieht man auf der Karte und den gab es auch schon im BOTW. Dieser Berg hier, Moment, dieser Berg. Aber man kann auf den Berg nicht rauf. Man kann auf diesen Berg nicht drauf gehen. Da ist eine unsichtbare Wand, wenn man hier hochklettern möchte. Das ist sehr interessant, weil im Untergrund kann man hier hin und ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Weiter geht es hier vor. Oh, ich will direkt drei Orte, das ist gut. Das ist natürlich sehr praktisch. Oder machen wir erst den hier? Oh, scheiße. Das wird nervig. Weil hier ist ein Abgrund. Vielleicht können wir fast über den Abgrund gehen. Ich glaube, wir machen das lieber hier drüben. Let's go. Note 240409 sagt, mit welcher Website hast du die Orte gemacht, ist wichtig. Die Orte habe ich gemacht mit der Website Safe Game Editor. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, die Website. Ich könnte sie jetzt nicht aufnennen. Aber die Website heißt auf jeden Fall Safe Game Editor. Und ist für TOTK. Also einfach TOTK Safe Editor oder sowas kannst du googeln. Dann findest du eine Seite, wo du deine Safe-File hochladen kannst. Aber dafür musst du halt auf Emulator spielen oder eine gehackte Switch haben. Dann kannst du damit arbeiten. Mine im Mount Dabatal. Hier ist wahrscheinlich auch wieder eine Truhe. Let's go. Ein Zwambo. Richtig. Ein Zwambo habe ich richtig gehabt. Let's go. Ich habe so viel Sonanium. Das ist so dumm. Bringt mir einfach gar nichts. Dann gehen wir kurz Richtung Norden. Ich finde diesen Frostgeierer-Schatten so gruselig, ne? Das ist so geil, dass da so ein riesiges Monster rumfliegt. So, Junge. Muss man einfach feiern. Muss man einfach feiern, so wie Partys. Mine Morganatal, hallo. Ja, die ist ein bisschen klein, ne? Ey, Guys, ich sag euch, wenn ich Klamotten rausbringe, was ja eventuell bald der Fall ist, ne? Also eventuell mache ich das ja bald, keine Ahnung. Dann ganz sicher werde ich nicht solche Mützen rausbringen. Also die ist mir zu Beanie-like. Ich mag lieber so Mützen, die so ein bisschen mit so einer, heißt das Krempe haben? Die so eine Krempe haben und ein bisschen dicker sind. Das ist viel geiler. Viel, viel geiler, sag ich euch ganz ehrlich. So, Scheiß auf Frostgeierer, wir traveln rüber. Wie du planst, Klamotten rauszubringen? Eventuell. Es tut mir leid, ich muss es an jeder Stelle erwähnen, so oft es nur geht. Das ist einfach, ich muss die Leute gefasst drauf machen, ja? Ihr solltet schon mal euer ganzes Taschengeld zusammensparen, damit ich euch ausbeuten kann, wisst ihr? Aber 750 Euro volle Kollektion wird gekauft. Wer sagt, dass das reicht? Dann Spaß. Nesuppohain. Okay. Nesuppowald? Was ist das? Die Haine sind immer gruselig, weißt du warum? Deswegen. Ja, da ist er. Weil die Bäume überleben. Also hier leben sehr, sehr viele Bäume in Hainen. Ja, ich bringe die Orte gar nichts, muss man sagen, ne? Diese Untergrundorte bringen wirklich gar nichts, aber... I don't know, sie existieren. Das ist nett. Wir machen weiter... Ach du Scheiße, der ist ein bisschen ätzend. Das ist so eine Rotze. So eine richtige Rotze einfach. Nee, komm, wir traveln rüber, scheiß drauf. Das wird so blöd, wir gleiten hier schon runter. Wir gleiten nice umher wie ein Eichel her. Und zwar nehmen wir die Truhe hier vorne mit. Bei der Mine im Kaporetal. Let's go. Und Zambo, weil warum nicht? Es gibt so viele von denen im Untergrund, ne? Wir haben 2100 Energiekristalle. Das ist ein bisschen too much. Das ist ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Der hier macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Wir springen von hier aus den Abgrund, scheiß drauf. So, Mine im Naboru-Tal. Aha. Ich möchte die Truhe irgendwie alle mitnehmen. Ich meine, die bringen mir gar nichts, aber ich will die irgendwie alle mitnehmen. Die sind cool. Ja, immer nur ein Zambo. Es ist immer nur ein Zwambo, wenn es hier kein Kleidungsstück gibt. Naja, weiter geht's hier vorne, würde ich sagen. Oh, Digga, hier ist viel. Hier ist irgendwie viel in der Ecke. Auf geht's. Ich hol mir jetzt ein Spaßgetränk. Die Himmel holt sich ein lustiges Spaßgetränk. Ich hab zwei. Guys, apropos, ich hab's dir gestern schon gesagt, ne? Ja. Apropos lustiges Spaßgetränk. Habt ihr schon mal? Achso. Habt ihr schon mal ein lustiges Spaßgetränk? Irgendwelche Softdrinks, keine Ahnung. Einen kalten Softdrink unter der Dusche getrunken? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich sag ehrlich, es ist ein Gamechanger. Sehr weirde Aussage, ich weiß, aber macht das mal. Muss man mal gemacht haben, ja? Nein, was? Ja, ist weird, ne? Ist weird, aber macht mal, wirklich, vertraut einfach.
Warum? Keine Ahnung, ist halt einfach geil. Ich war vor, unter der Dusche zu essen. Unter der Dusche hat man doch Wasser. Ja, aber das ist warm und das ist halt auch Duschwasser nur, also. Ihr habt euch kennengelernt. Haben wir schon ganz oft erzählt. Haben wir beide schon ganz oft erzählt sogar. Tinder. Mein Spaß, übrigens cringe, wer Tinder hat. Ich hab's nie verstanden. Ich bin einfach davon überzeugt. Leute, ich hab schon freigeschaltet in Hikuri Hain. Das ist sehr danke. Ich bin auch überzeugt davon, dass man auf Tinder keine, oder fast nie, also ich glaube die Chance auf eine erfolgreiche Beziehung, eine vernünftige, liebende Beziehung ist auf Tinder sehr, sehr, sehr gering. Ich verstehe nicht, warum man sich da anmelden sollte, wenn man ernsthaft auf der Suche nach einer seriösen Partnerschaft ist. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und für was anderes würde ich meine Zeit nicht verschwenden. Sigma Grindset. Mine im Floriatal, let's go. Das ist so geil, dass man so früh schon freischaltet, die ganzen Minen. Dann kann ich direkt wieder abzwischen. Tschüss. So, Mine im Thermetal. Lal. Kein Bock, jetzt die Truhe zu holen. Wir machen weiter. Fahr weiter. Fahr weiter. Ah, ah. Hier drüben. Auf geht's, Herr Podcast kommt nicht mehr auf Spotify, was irgendwie schade ist. Hä? Wieder kommt nichts mehr auf Spotify. Kam jetzt die letzte Folge wieder nicht auf Spotify? Digga, ich raste so aus, wenn das so ist. Ne? Kam die letzte wieder nicht auf Spotify? Digga, was ist denn mit fucking Anchor los? Was ist das für eine Das heißt nicht mehr Anchor. Das heißt Spotify für Podcasters. Es sollte eigentlich da kommen. Digga, das ist doch nicht dein Scheiß. Ich hasse diese Seite. Was ist denn da los, Alter? Ja, ich mach's kurz. Digga, ich habe keine Ahnung, was da schon wieder passiert ist. Warum veröffentlicht er die Scheiße nie? Das war beim Jahresrückblick auch schon so. Was für Draft, Junge, ich hab das doch fertig gemacht. Guys, es tut mir leid, ich mach's gerade neben. Ich mach's später. Ich lasse extra die Dreckseite offen. Aber wirklich, dieses Podcast hochladen ist so ein Krampf einfach. Ist so ein Krampf im Arsch. So, Achtung, wenn jetzt die Meldung kommt, guck, Domi, hein, da haben wir's. Jetzt musst du noch rüber zu Gelb. Der ist direkt um die Ecke. Warum auch immer das zwei verschiedene Wälder sind, keine Ahnung. Du kannst surfen, ne? Ja, aber ich will lieber. Dina behind. Du rennst zu wenig, Schatz. Du verbrauchst wenig Ausdauer. Hä? Du kannst gleiten. Also, genau. Siehst du, hast schon. Sobald die Meldung erscheint, ist es da. Da oben geht's weiter. Das ist auch super easy. Da geht von rechts runter. Genau, kannst du runter jumpen. Schatz, muss. Okay. Wo war da bitte eine Mine? Die Mine ist noch super weit entfernt, aber egal. Irgendwie wurde die trotzdem markiert. Guys, wir haben jetzt den Untergrund jeden Moment zu 100% abgeschlossen. Könnt ihr das eigentlich fassen? Könnt ihr das eigentlich fassen? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir hier den letzten Ort im Untergrund. Und zwar den Oktohain. Weil darüber der Oktowald liegt. Let's go. Wir haben den Untergrund zu 100%. Wer hätte es gedacht? Das ist ja verrückt. Das sind ja echt wahrlich verrückte Neuigkeiten. Crazy. Okay, Schloss Hyrule fehlt dir schon viel, ne? Schloss Hyrule ergibt aber auch Sinn. Ergibt schon Sinn. Wollen wir es zuerst machen? Ne, machen wir auch wieder zum Schluss, oder? Dann machen wir auch wieder beim Schloss Hyrule die 100% vollständig. Akala, geh da hoch. Geh da zum Turm. Geh hier? Da, ja, geh da, ja, zum ist sinnvoller. Turm. Flieg dann da hoch. Let's go. Und Schneeschwan süß bist du. Schon süß, ne? Ja. Ach, es ist ein Brunnen, der fehlt, ne? Ne, Alperdorf-Ruinen. Das ist Alper. Das ist Alper. Das ist wahrscheinlich ein Brunnen. Ah, das ist ein Brunnen, tatsächlich. Leute, das ist ein Brunnen. Wait, was? Ein Lavabrunnen. What? Es gibt Lavabrunnen. Digga, ich entdecke immer noch was Neues. Das ist der Wahnsinn. Digga, was ist denn hier? Oh mein Gott, was ist das für eine Höhle einfach? Die ist irgendwie cool. Machst du Hyrule Handbuch selbst oder kaufst du? Ich, wahrscheinlich kaufe ich zu einem Teil, aber ich werde auf jeden Fall noch einiges fotografieren. Müsste ich auch mal dran denken, tatsächlich noch. Ja, guter Punkt. Stimmt, hier ist noch ein Brunnen, den habe ich vergessen. Den habe ich tatsächlich vergessen. Auf geht's. Ach, hier ist ein Brunnen, lol. Jetzt ergibt es auch Sinn. Ich habe mich das damals schon gefragt, weil hier sind zwei Höhlen. Pass auf. Hier sind irgendwo zwei Höhlen. Der Brunnen am Projektgelände. Let's go. Haben wir eigentlich schon die 99%? Nein, noch nicht ganz. Wir haben 98,99%. Let's go. Ah, spannend, ey. Spannend. Die Stelle hier. Diese Stelle hier. Da kann man jetzt nämlich nach oben. Achtung, Moment. Jetzt sind wir wieder in der Höhle auf dem Projektgelände. Das ist das Geile, genau. Das habe ich damals schon gesehen. Hier kann man jetzt wieder das Ding aufbrechen, soweit ich weiß. Das Ding hier kann ich bekommen. Jetzt sind wir gelandet, wo ich meinte. Das hat man nämlich schon gesehen, von der Höhle aus, aber man ist nicht reingekommen. Das ist sehr interessant. Ich wusste nicht, dass hier ein Brunnen herführt, ehrlich gesagt. So, die Ingogo-Brücke. Komm, lass mir den vorne schnell auch machen. Ist zwar unnötig. Ja, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal nochmal zu reisen. Kann ich schnell mitnehmen. Wenn ich dafür das Master-Schwert nicht mindestens bekomme, dann weiß ich auch, Digga. Wenn ich dafür nicht mindestens das Master-Schwert bekomme, dann weiß ich auch nicht. So, wirkt da jetzt, kommt bitte das los. Nein, doch. Ha. Kerzen gerade! Hier haben wir irgendwelche Garnisonsruinen und einen Brunnen. Oh, what? Das ist ein cooler Brunnen wieder. Ich liebe Brunnen. Brunnen sind schon. Sag nicht, dass hier nichts mehr ist. Als ob hier nichts ist. Senden. Ja. Ich komme doch direkt aus dem. Ich zeige wahrscheinlich, oder? Hm? Ha? What? Was sage ich denn? What? Digga, die Brunnen sind doch irgendwie immer wieder cool. Ah, lol, hier ist auch ein Eingang. Hä, wie geil. Kennst du den schon? Nein, aber das war irgendwie offensichtlich, also. Ja, aber das habe ich noch nie gesehen bei einem Brunnen, deswegen wundert mich das immer wieder. Das ist cool irgendwie. Oh, das ist echt nice eigentlich. Ich meine, es ist halt leider wieder nichts Besonderes. Da hat echt TOTK und BOTW ein Problem mit, dass man keine geilen Belohnungen finden kann. Per Definition eigentlich schon. Das ist echt ein bisschen schade, finde ich. Wieso genau wird Domi eigentlich so krass von Nintendo gehasst? Nicht mehr als wir alle. Also nicht mehr als ein Hübi, als ein David, als ein Ich.
Wir alle werden von Nintendo. Ach, es ist ein Brunnen. Einfach ein Notiztextbuch. Okay, cool, ich werde mir das nicht durchlesen. Es geht um Kältemedizin und so. Aber der Brunnen ist. Es ist so nebensächlich einfach. Aber ich finde es cool, dass es die alle gibt. Muss sagen, es ist cool, dass es die alle gibt. Um jetzt mal zur Frage zurückzukommen: Wir werden alle von Nintendo gehasst, weil wir Modded Content bringen. Ganz einfach. Und Nintendo möchte das nicht, dass wir Mods spielen, weil das schadet denen ja. Weil die kein Geld bekommen. Ja, aber wir müssen doch die Spiele trotzdem kaufen. Ich meine, ja, wir spielen auf Emulator und sowas. Aber das ist jetzt wirklich illegal. Das ist ja, man kann ja auch nachvollziehen, dass ich auf Emulator spiele, das ist ja schon klar. Aber man kann das zum Glück nicht, also es ist nicht strafbar, weil die können einem ja nicht nachweisen, dass du das Game nicht selbst gedumpt hast. Also man kann quasi die Game-Daten von der Cartridge sich selbst runterziehen, das geht. Und die können ja nicht nachweisen, ob ich das gedumpt habe oder ob ich es quasi illegal per ROM runtergeladen. Weil ROMs illegal runterladen ist natürlich illegal, so. Aber wenn du quasi das Game selbst dumpst und dann auf dem Emulator spielst, ist nicht illegal. Das ist halt so eine Grauzone. Und dadurch können sie gegen Emulatoren nicht wirklich vorgehen, oder das ist schwierig. Aber warum sie so krass gegen Mods sind, ist immer eine ganz andere Sache. Das ist, man kann ja auch Mods auf der Switch selbst spielen, wenn du die Switch hackst. Aber auch dann wirst du ja von Switch Online gebannt und sowas und die hassen dich für ewig. Es ist so, ja, ultra, ultra zurückgeblieben, muss man einfach echt sagen. Und null fortschrittliches Denken und das ist echt scheiße. Und das wird sich auch nicht ändern, weil das ist irgendwie so eine Japan-Sache anscheinend irgendwie. Dass man davon ausgehen kann, weil Nintendo ein japanisches Unternehmen ist, dass sich dann nichts ändern wird in den nächsten Jahren. Brunnen am Betulu, der Betulu-Ebene. Leuchtpilz, sehr schön. Brauchen wir Fotos. Jedes Foto sind 100 Rubine. Das ist nicht wenig. Lernst du mit Soldaten? Warum mache ich die echt immer wieder auf, diese scheiß Truhen? Es ist doch eh immer nur eine Niete drin. Es ist wirklich nur Trash darin. Ich liebe diese Schwebesteine einfach, ne? Das ist wirklich der ultimative Cheatcode für Birkta. So scheiß auf Birkta, Alter. Kein Bock, wirklich. Kein Bock. So, wir haben 99,51%. Das ist sexuell, finde ich das tatsächlich. Digga, was macht Birkta hier wirklich? Warum ist da ein Birkta? Birkta, da wird niemand vorbeikommen. Niemand interessiert sich dafür, Dummster. Es tut mir leid, den Ort. Was ist das? Ein Brunnen wahrscheinlich hier, ne? Ja, das sieht sehr nach einem Brunnen aus. Auf geht's. Guck mal, was Tulin kann. Sehr nice, Tulin. Sehr nice, Tulin, was du da tust. Ist sehr cool. Coolin. Weißt du, was das für ein See hier ist? Nein. Ich glaube, lass mich nicht. Ich glaube, das ist der See, wo die Cutscene endet, wo am Ende ja. Link und Zelda hier reinlanden. Einfach den ganzen See austrinken, weil Zeldas Füße hier drin waren. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Du ekelst mich manchmal echt an, ehrlich. Einfach, es ist, Junge. Einfach manchmal den most unhinged shit aller Zeiten sagen, es ist so geil. Bist gekündigt. Und dieser Herr versteht dann Down Bad Tinder People nicht. Richtig. Aber er will immer meine Füße lutschen, ja. Was? Ja? Ich will das mal machen, hast du gesagt? Immer. Ich joke die ganze Zeit drüber. Irgendwann. Glaube ich, er meint es ernst. Wenn ich Fußfetisch hätte, würde ich es sagen. Aber ich finde es einfach zu witzig, über Fußfetisch zu joken, weil es halt so ein Meme ist. Ein Fußtweet. Den hat Ulti getweetet. Das habe ich schon mal erzählt, den hat Ulti getweetet. Ich, habe ihn nur nicht gelöscht, weil ich es lustig fand. Wenn du schläfst, irgendwie bist du nicht. Ich glaube, ich schlafe heute verbaut, ja. Das ist für eine Unterstellung, die ihr mir gemacht, ne? Schneide expose, Keck W. Du tust, als wäre das was. Also selbst wenn es so wäre, tut es, als wäre es was Schlimmes. Ihr seid schon judgy, ne? So, jetzt nur kurz mal hier abchecken. Ob hier noch was fehlt. Ich glaube aber nur noch die hier tatsächlich. Aber ich habe den Brunnen noch nicht. Brunnen am Gustavberg. Bro, es ist so circa der bekannteste Brunnen. Actually kennt den jeder. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, gleich die 100% zu knacken, ne? Das ist so befriedigend einfach. Hyrule-Stadt Wachturm. Bro, wo ist hier ein Wachturm? Ich sehe hier keinen Wachturm, ehrlich gesagt. Naja, gut. Alter, es ist so, wir sind so kurz davor, ne? Wir sind so kurz, so knapp davor, Leute. Oh mein Gott, wir sind so knapp davor. So, die Brücke. Auch noch freigeschaltet. Komm, auf wie. Die Burggrabenbrücke. Let's go, let's go, let's go. Aber sind es nicht nur noch drei Orte? Scheiße, uns fehlen noch vier Dinge. Nein, fuck, was fehlt uns noch? Scheiße, was fehlt uns noch? Habe ich die Markierung vergessen? Oh nein, oh nein, oh nein, Alter. Nein, bitte nicht, Alter, bitte nicht. Come on. Okay, Guys, wir machen erst das hier fertig. Ja, wir machen erst schnell das Schloss fertig, würde ich sagen. Wir machen erst das Schloss fertig und dann guck mal. Lass nochmal markieren. Ja, ich lass gleich nochmal markieren. Das wird ja, da weißt du ja, die Maus keinen Faden ab, ne? Wie findest du dein neues Profil? Nee, ich find's scheiße tatsächlich. Ich wurde dazu gezwungen, es zu machen. Auf sich finde ich es ganz gut. Ich wollte mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ja. Das ist kein Ort auf der Karte, alles klar. Wir müssen nach unten diven, weil sich anscheinend hier runter irgendwas befindet. Aber hier ist auch nichts. What? Guys, ich bin verwirrt. Helft mir mal auf die Sprünge wie Trampolinlehrer. Wo geht's hier rein? Geht's hier unten irgendwo rein? Ich werde verrückt. Nee, komm, wir machen kurz zum Schrein nochmal. Digga, ich finde diese scheiß Orte nicht. Okay, also auf dem Schloss selbst fehlt mir wohl nichts. Hab ich. Digga, was zur Hölle? Was? Junge, da. Jetzt war ein Stück Schloss runtergefallen. Da war ich auch schon. Nee, das gibt es doch nicht, Alter. Ich bin halt Real Talk überfragt, ne? Was hier vorne? Ja, oder? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm, was ist denn hier nochmal? Ich hab vergessen, wie der Raum heißt, ehrlich gesagt, aber das ist. Übungsplatz. Let's go. Das ist ein Ort. Das ist ein neuer Ort. Ja, der Übungsplatz. I remember. Digga, warum sind hier Gegner? Das ist ein bisschen benötigt hier die Stelle. Also, keine Ahnung.
Na gut, passt schon. Okay, Übungsplatz haben wir schon mal freigeschaltet. Das ist schön. Stimmt, hier war auch noch so eine Lücke. Das ist so dumm. Warum sind hier einfach Gegner? Was wollen die da hinten? Hat die Ömmel eine Idee, was wir machen könnten? Nein. Nein, Ömmel doof. Ömmel hat keine Ahnung. Oh, Bro, mir fehlt immer noch ein Stück davon. Wo ist das dritte Teil vom Leibwache-Set? Was? Alter, gut, dass ich die mitgenommen habe hier, Junge. Okay, das ist schon eine Leistung auf jeden Fall, dass ich das noch nicht hatte. Ah, lol, das sieht sass aus. Das sieht heilig sass aus hier. Eingang zum Kerker. Oh, das ist der Eingang zum Kerker. Das ergibt Sinn. Ach du Scheiße, ey. Ja, okay, Kerker ergibt Sinn. Weißt du, was das hier ist? Ich habe bei einem BOTW das Heiliger-Schild bekommen, weil hier ein Stahlhinox war ja. Hier ist mein Hände. Ach nee, ist auch so klar, ist auch so klar. Hier war das Heiliger-Schild im BOTW. Ich hab's nicht. Wow. Das war sehr ordentlich auf jeden Fall. Oh, das war auch assi gewesen. Come on, Alter. Was soll das denn? Egal, wir haben's, das ist gut. Aber geil, dass da auch noch Miasma-Hände sind, wusste ich nicht tatsächlich. Aber irgendwie war auch klar, dass hier sowas sein wird, ne? War auch irgendwie klar, aber ich wollte sagen, also, Overworld Bosse können ja eigentlich gar nicht mehr sein. Weil ich hab die alle schon. Lol, okay. Overworld Bosse habe ich ja alle schon tatsächlich. Dann müsste eigentlich Miasma-Hände sein, ja. Ah, schön, immer wieder schön. Ja, aber es interessiert mich, was ist in der Truhe drin? Wie gesagt, hier war früher das Heiliger-Schild drin. What? So, es gibt es? Digga, ich entdecke hier gerade wichtige Orte, das ist voll krass. Was man hier so kurz vor Ende des Spiels einfach noch so findet, ne? Das ist schon echt funny. Hier vorne geht's auch rein. Ich hoffe, dass das jetzt der Ort ist, aber es ist voll schwer irgendwie. Ne, hier ist eine Truhe, scheiße. Okay, auch in Ordnung. Aber kann ich mitnehmen, Alter. Das ist voll nervig. Hier vorne geht's rein, okay. Es befindet sich hier. Hat sich ja mal absolut gelohnt, krass. Heftig. Aber ich denke fast, hier wird's weitergehen irgendwo. Weil ich meine, hier ging's in BOTW auch schon weiter, oder? So, dann ist hier vorne der Kerker gewesen, richtig? Genau, den ich nicht aufmachen kann. Wieso auch immer. Digga, ist eine Scheiße. Und hier auch nicht. Digga, ich raste aus. Hä? Bro, ich bin so verwirrt einfach. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht, hierher zu kommen. Ach Mann, ey. Warum ist das so kompliziert? Junge, dieses Schloss ist so ein Labyrinth, ne? Hier blickt doch kein Mensch durch. In TOTK noch mal weniger als in BOTW. Und jetzt kommt hier wieder der Übungsplatz, richtig? Ah, wait. Oh, ach so. Das ist beim Übungsplatz. Wow, okay, das ist... Das geht aber tief runter, du. Ja, das ist der königliche Geheimgang. Kennst du den nicht? Ich glaube, da war ich sogar schon mal. Der königliche Geheimgang ist die Höhle, die ganz komplett hier rumgeht bis zum Spähposten. Kann sein, dass ich da schon mal war, ich weiß nicht. Spähposten, kennst du da die Stelle, wo die Dämonenstatue ist? Ja, das weiß ich wo. Ja, Geist, was jetzt? Wir gucken ganz kurz mal nach, was da überhaupt ist. Westpassage, ja? Westpassage, was zur Hölle ist das? Ostpassage, okay, es ist alles im Schloss auf jeden Fall. Es ist die Ostpassage und die Westpassage. Hier ist die Ostpassage und hier befindet sich die Westpassage. Von was? Irgendwo muss hier eine Wand sein. Irgendwo muss man hier reinkommen. Ah, wait. Ist es ganz hier unten? Weststollen. Oh mein Gott, wir haben den Weststollen. Ja, wir haben den Weststollen. Okay. Okay, es ist anscheinend nur das. Es ist anscheinend nur die Anlegestelle. Das ist ganz weit unten. Jetzt fehlt uns noch, ganz kurz möchte ich noch machen, in der Bibliothek. In der Bibliothek können wir uns noch ein Kleidungsstück abholen, was wir immer noch nicht gemacht haben. Oder in Zeldas Zimmer. Eins von beiden auf jeden Fall. Da sind wir in der Bibliothek. Und damit können wir auch hier rüber, weil sich hier hinter das Königszimmer befindet. Ah, da muss ich doch eigentlich auch hier das Ding haben. Ja, scheiß, bringt mir nichts. Okay, hier war ich schon. Das ist es nicht. Dann müssen wir in Zeldas Zimmer gehen, nochmal schnell. Leute, ist die Brücke bei mir noch nicht eingestürzt? Wait. Nee, ist kein Ort auf der Karte. Scheiße. Ist es vielleicht doch ein Ort auf der Karte, wenn sie abgestürzt ist? Ne, die respawnt auch, ne? So, Zeldas Labor. Ne, es ist gar nicht Zeldas Labor, ich bin hier falsch, lol. Pass auf, wir machen kurz so. Wir sammeln hier vorne nämlich. Moment, wo ist es? Hier drüben. Ja! Ja! Da ist es, Alter. Die Leibwache-Mütze. Let's go. Ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich alle Sets haben. Also wirklich so alle Sets. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Und jetzt natürlich noch ganz wichtig. Wir müssen hier unten nämlich den Schlosskrater. Das Steinfragment vom Schloss mitnehmen, das ist ganz wichtig, damit wir ein Schloss Hyrule mit uns rumtragen. Ja, wir müssen ein Stück Schloss Hyrule immer mit uns rumtragen, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar von Zeldas Zimmer, weil Zeldas Füße waren auf dieser Brücke wahrscheinlich mal. Und deswegen müssen wir das jetzt an unserer Waffe tragen. Tut mir leid. Okay, ach scheiße, ich muss eigentlich hier rüber. Ja, und was uns als letztes fehlt, wissen wir immer noch nicht. Wissen wir immer noch nicht ganz. Oh nein, hier ist es, Digga. Ja, wie versteckt, also come on. Der Oststollen, ja. Und es fehlt genau eine Sache. Mein Gott, ich habe keine Ahnung, was mir überhaupt fehlen soll. Es hat gar keinen Sinn. Es muss irgendwie echt ein Kapselspender sein oder so eine Pisse. Ja, wir gucken uns mal ganz genau um, ob uns irgendwas auffällt hier. Aber ich glaube, eine Sache wollte ich ja noch gucken. Ich wollte am Spähposten noch ganz kurz schauen. Wir gehen schnell zur Brunnentante hier vorne, ja? Ja, ich habe dir Brunnen besorgt und so eine Scheiße. Jetzt weiß ich von 21 weiteren Brunnen. Okay, ich nehme 210 Rubine dafür. Das ist sehr nett, danke. Okay. Okay, ich kriege eine Belohnung dafür und zwar... Was ist das denn? Ich kenne ein Key-Item noch nicht? Brunnenbelohnung. Als Dank für das Finden sämtlicher Brunnen in Hyrule hat dir Kressa dieses wunderschöne Miniatur hinter Glas als Geschenk überreicht.
Das ist echt voll süß irgendwie. Okay, jetzt kannst du alle Brunnen der Welt besichtigen. Das ist doch schön. Ja, noch nicht 100%. Okay, aber das ist irgendwie sweet. Das ist irgendwie tatsächlich sweet. Ich kann es wieder nicht angucken, natürlich. Aber eigentlich sieht das echt ganz cool aus, tatsächlich. Also doch, so eine Schneekugel ist echt ganz sweet eigentlich. Schade, dass man sie sich nicht genau angucken kann, aber okay, das ist cool trotzdem. Okay, wir speichern. Wir speichern kurz, Moment. Ich schau nach. Seht ihr das hier? Alles grün. Ja, das sind Signposts, nicht wichtig. Hyrule Compendium, nicht wichtig. Gehört nicht zu den 100%. Zu den 100% zählen doch Orte, Schreine, Lichtsäulen und Crocs. Oder habe ich das vergessen? Nein, eigentlich nicht. Eins könnte sein, Moment. Wir schauen ganz kurz nach. Eine Sache würde mir noch einfallen. Das würde mir jetzt noch einfallen. Pass auf, wir gucken nach. Den haben wir. Den hier haben wir. Wie viele gibt es generell? Es gibt drei. Den haben wir auch. Und den haben wir auch. Okay. Im Untergrund gibt es, glaube ich, nur einen einzigen, richtig? Nee, zwei. Und zwar den hier, den haben wir. Und den bei Eldin haben wir auch. Okay. Jetzt gehen wir im Himmel durch. Das könnte es tatsächlich sein. Die zwei haben wir. Die zwei haben wir auch. Hier sind 1, 2, 3, 4. Die haben wir auch alle. Wir haben alle. Guys, was fehlt uns? Kann mir das bitte jemand erklären? Jetzt mal ohne Scheiß, was fehlt uns? Untergrund unter Firone. Was für Untergrund unter Firone? Also wenn es das ist, dann werde ich echt behindert. Wenn es echt das sein sollte, all dann Respekt, wirklich. Ey, wie komme ich da jetzt rein? Kann man hier rein? Kann man von hier aus rein? Ey, das ist so dumm. Also erstmal, hier kommst du kaum hingefühlt an die Stelle. Hier kommst du einfach nicht mehr hin so richtig. Scheiße. Nein, das war es nicht. Das war es nicht. Ministall am Spähposten, musst du kurz eine Quest machen. Was? Ministall am Spähposten. Bro, du hast recht! Du hast recht! Na, da gibt's noch ein gepunktetes Pferd, oder? Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ey, das ist ja so unfair. Das ist halt einfach eine Sidequest. Das ist halt einfach eine Sidequest. Nein! Oh, ist das sowas Dummes. Ja, sowas Dummes denke ich mir auch gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was brauchst du? Der unfertige Unterstand. Muss ich auch nur das zusammenbauen, oder was? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Ja, dann gibt's auch. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ja. Geil, Digga, das ist nicht dein Ernst. Warte. Let's go! Wir haben's! Wir haben's, Alter! Oh mein Gott, ist das schön! Digga, ist ein Dreck! Irgend so ein Scheißstall! So ein Scheißstall da einfach! Wie lange haben wir daran gesessen? 96 Stunden und 33 Minuten. Das kann nicht sein, oder? Das kann eigentlich nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Nein, das stimmt nicht, hä? Ich hatte auf der Switch schon 125 Stunden. Warum heißt es hier Playtime 96 Stunden? Ach, ich glaube, das ist nach Dings bemessen. Ich glaube, das ist nach dem Pfad des Helden bemessen. Aber der hat sich resettet, seit ich gewechselt bin. Also nein, das hat mehr als 100 Stunden gedauert. Das ist nicht richtig, die Anzeige. Ganz kurz, was wir jetzt noch alles machen müssen. Wir haben jetzt zwar die 100% auf der Karte. Das ist schön, das ist wirklich schön. Aber wir müssen diese ganzen Quests noch abschließen, ja? Also ihr seht, wir haben gerade bei 84 von 139. Dann, alle Schreinquests haben wir. Und wir müssen das Hyrule-Handbuch noch machen, logischerweise. Darüber hinaus noch alle Rezepte. Davon habe ich nämlich aktuell 80 von, unten steht es, 80 von 228. Aber das ist nicht so schwierig tatsächlich. Das ist eigentlich relativ einfach. Alle Birk, das müssen wir noch machen. Das machen wir, glaube ich, sogar als nächstes, würde ich sagen. Das ist nicht so anstrengend. Im Buch schauen für Rezepte, alles gut. Dafür hat die Ömmel mir das Buch geschenkt. Zum Geburtstag damals. Das kann ich dafür nutzen, definitiv. Digga, als ob das hier das letzte für die 100% war. Wie krass. Und übrigens hier, das ist Hylianisch, ne? Das hier oben ist Hylianisch und da steht Stable. Aber man kann es einfach erkennen als Stable. Das ist interessant. Alle Rüstung auf 4 Sterne. Wie konnte ich das vergessen? Ja, wie konnte ich das vergessen? Wir haben es. Gott verdammt, Alter.